Tja, meine Lieben, so einfach kann man feiern hier mit Distant Kingdoms. Ich freue mich, diese Musik wieder zu hören und euch hier zu haben. Das ein oder andere natürlich mit euch zu machen. Und wir haben ja schon sehr viel geschafft, muss ich ja jetzt mal so sagen. Nicht? Wir sind sehr weit gekommen mit der Forschung. Allerdings weiß ich noch nicht, wie es aussieht mit dem Rest, den wir hier machen werden. Und da gucken wir mal. Wir gehen jetzt erstmal auf die Weltkarte. Wir werden jetzt den Rest hier so ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir noch einen Drachen, den wir töten dürfen. Auf geht's. Sand Adventurers. Und dann gehen wir erstmal hier weiterhin. Mal sehen, was wir finden. Und vor allem würde ich dann gerne hier hinten siedeln. Das heißt, da gerne noch eine weitere Sache mit hinbauen. Und mal gucken, ob die dann auch über die Portale wirklich dorthin gelangen, wo sie hin sollen. Heute passiert hier nichts mehr, ich merke das schon. Die Party ist ein bisschen länger unterwegs. Die war wahrscheinlich gerade noch hier unten. Wir haben ja immerhin versucht, irgendwas fertig zu machen. Achso, und da müssen wir auch noch rein. Wir haben ja hoffentlich jetzt eine größere Party, mit der wir das ein oder andere machen dürfen. Trade Routes, Handelsrouten. Gibt es im Moment nicht, aber die könnten wir in die Wege leiten. Guck mal, wir haben ja verschiedene Marktplätze und können dann sagen, hey, von dem Warenhaus bitte das Cider mit nach unten bringen. Haha, das geht also auch. Aber was denn jetzt mit meiner Party? Achso, die ist schon durch. Toll. Hättet ihr mir auch vorher sagen können. Ach, Partymoral ist confident. Sehr schön, das freut mich. Achso, jetzt habe ich vergessen, was Dings heißt. Artisan, habe ich gar nicht gegoogelt. Muss ich gleich noch machen. Beim nächsten Mal denn. Congratulations, wir haben wieder was geschafft. Ja, freut mich. So, dann schickt die doch gleich noch einmal los auf die Reise. Aber im Moment darf ich das nicht. Send on Adventurer. Ich kann auch die Party nicht bearbeiten. Ah, jetzt darf ich. Es dauert gerade ein bisschen länger, warum auch immer. Wir sind jetzt im Pausenmodus, können erstmal ganz kurz gucken. Also alle sind jetzt soweit schon relativ weit. Die ersten drei sind sogar schon Level 5 und der Ork ist auf Level 3, weil er ja später erst mit dazu kam. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die Map und dann könnten wir nochmal versuchen, hier einzudringen. So, kommt, versucht es nochmal. Schalten wir auch auf sehr schnell, vielleicht klappt es denn ja mal. Und vor allem auch ein bisschen schneller als eben. Oder auch nicht. Irgendwie jetzt. Enter the dungeon. Okay. Have a closer look at the door. Geht nicht. Wir kommen nicht rein. Uns fehlt wahrscheinlich noch eine bestimmte Sache. Irgendein Schlüssel oder sowas. Oh, jetzt. The adventurers make their way past the stone door and begin walking down a grand yet dimly lit hallway. Exquisite pillars and alcoves adorn the walls on either side. The hallway appears to go on and on and on. Okay, irgendwie geht's wohl immer nur weiter, weiter, weiter durch die Hallen. Use a light magic. Lichtmagie nutzen. Oder use a perceptive character to throw a rock in trigger potential traps. Oder eben jemanden nehmen, der Fallen auslösen kann, indem er einen Stein wirft. Nein, komm, nimm mal die Lichtmagie. Hat geklappt. Husa! Juhu! Was hier? Peasant House. House is being affected by an emergency. Guck ich gleich hin. Leaving the treacherous hallway, the adventurers now find themselves in a large square room. The only obvious way out is across the room. But to reach it, the adventurers must wade through some unnaturally shimmery knee-high water. Also wir müssten im Prinzip durch das Wasser durch. Was haben wir denn hier? Telekinese. Vielleicht können wir uns da dann durchdenken. Use the telekinesis character to prepare a bridge, um eine Brücke zu bauen. Hm, gut. Hat geklappt. So, was hier los? Achso, du wurdest überfallen. Ja, wir sind schon da. Polizei steht schon. Und das nächste Haus wurde auch überfallen. Also die scheinen hier irgendwo in der Nähe zu sein, die Bösewichte. So. Hier wird gekämpft.
Duella. Huzza! Und wieder geschafft. Schon dreimal hintereinander geschafft. Wenn das so weitergeht, dann kommen wir hier auf jeden Fall gut durch. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir nicht nur einen Schatz finden, sondern gegebenenfalls noch das ein oder andere mehr dazukommt. Continuing forward, the adventurers come across another junction amongst the maze of bookcases, bla bla bla. Low light vision character to go left. Okay, wir wollen nach links gehen, um... Also werden da dann natürlich ein bisschen Lichtvisionen reinzaubern. Zack, hat auch wieder geklappt. Huzza! So, und ihr pflanzt ja doch nicht nach. Da muss ich ja doch immer wieder auf Nachpflanzen drücken. So was Doofes. Wozu habe ich es denn erforscht? Ach so, ha, kann ich einstellen. Na gut, dann hat sich das erledigt. Go forward along the damp bookcases, Aqualungen. Warte mal, the adventurers still find themselves walking alongside rows and rows of bookcases. Es geht die ganze Zeit immer nur Reihen an Reihen aus Bücherregalen. Wird dieses Labyrinth jemals enden? Einmal mehr. Presented with two choices. Haben wir wieder zwei Wahlen, die wir treffen dürfen. Sollen wir vorwärts gehen, wo die Bücherregale ins Wasser gehen? Oder gehen wir nach links? Auf Imps can be heard. Wo man die Imps schon hören kann. Da könnten wir Crowd Controller machen. Oder aber wir nehmen die Wasserlungen. Ach komm, nehmen wir die Wasserlungen. Huzza, hat wieder geklappt. Ein Blödsinn. So, nachpflanzen bitte. Immer alleine nachpflanzen. Ich habe keine Lust, das selber machen zu müssen. So, what have we now? Eventually the adventurers reach a final long stretch of bookcases with a door at the end of it. Also wir haben eine Tür gefunden am Ende der ganzen Bücherregale im Labyrinth. Könnte das sein? Der Weg raus aus diesem infernalen Labyrinth? Wir könnten jemanden nehmen, der athletisch ist. Dash down the final stretch und zwar schnell. Ja, komm, machen wir. Huzza! Und wieder geschafft. So, alles wurde jetzt automatisiert. Die pflanzen also wieder nach. Entering into the next room of this strange place. A large spiral staircase adorned with small imp statues leading up is the most notable thing about it. No way forward, but up it seems. Okay, es gibt keinen Weg mehr vorwärts, sondern nur noch hoch und das in einer spiralen Treppe. No need to think about it, just go. Also gar nicht großartig drüber nachdenken, einfach weitergehen. This seems too easy. Throw a rope up and climb that instead. Wir könnten auch einen athletischen Charakter nehmen, der im Prinzip einfach da hochklettert, statt die ganz normalen Treppen zu nehmen. Nein, wir nehmen die ganz normalen Treppen. Huzza, haben es geschafft. Na, dass das jetzt nicht unbedingt eine Falle sein wird, das habe ich mir schon fast gedacht. Wobei es hätte anders kommen können. Reaching the top of the staircase, it is clear that the adventurers are close to the end. Wir sind also nahe dem Ende. There is a large ornate door in front of them, similar to the one at the entrance. And again, there is no obvious way to open it. Also wir sind wieder, so wie am Anfang, an einer Tür und man sieht keinen Weg, sie zu öffnen. Wir könnten sie wieder näher anschauen. Achso, du kannst nichts mehr machen, dann mach du das mal. Und wir waren successful, but run out of action points and must withdraw. A blow to their moral, no doubt. Oh nein! Verdammt, wir haben keine Aktionspunkte mehr. Wir hatten zu wenig Aktionspunkte. Obwohl wir erfolgreich waren, mussten wir jetzt einfach das Ganze abblasen. Ach, verdammt. Das ist doch doof. Na gut. Dann müssen unsere Adventurer woanders hin. Ich hoffe, ihre Moral ist jetzt wieder, ja, die ist neutral. Komm, denn erkundet mal da drüben was. Vielleicht geht sie dann wieder hoch. Ihr werdet andauernd überfallen. Ja, aber wir haben ja unsere Wachen hier vorne. Die kommen ja andauernd angeritten. Ist ja alles kein Problem auf ihren Bullen. Die Bullen sozusagen kommen. Haha, oh Gott, war der schlecht. Your party has encountered a wraith whilst exploring. Okay, begin the encounter. They decide to have a quick breather inside of one of the abandoned houses. Also es sind wohl verlassene Häuser dort zu sehen und wir könnten dort erstmal ausruhen. However, the door is locked from the inside and there appears to be a puzzle next to the lock.
Okay, dann werden wir das Puzzle mal machen. Husa. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Eigentlich würde ich das gerne mal langsamer laufen lassen und mal gucken, ob unsere Waren noch ausreichend sind. Economy Resources. Wasser. Wasser ist genug da. Beeren kommen jetzt wieder nach. Wobei wir vielleicht da auch nochmal einen neuen Gatherer brauchen. Aber da können wir uns Zeit lassen. Das ist völlig in Ordnung. Auch was Marble angeht, ist alles okay. Brot ist genug da. Wir haben genügend Kleidung. Muss man gerade überlegen, was brauchten wir sonst noch? Nur noch Cider und Bier, ne? Und das ist auch beides vorhanden. Okay. Ja, wir wollen schnell die Treppen hinauf. Hussa! Ja. Ah, ich will doch einfach bloß woanders siedeln. Am liebsten hier vorne. Hier gibt es auch noch Eisen. Dann können wir noch mehr Eisen rausholen. Oh, und hier gibt es jede Menge Bären. Da wollen wir hin. Weltüberblick. Da haben wir das Zwergen-Settlement und da ist natürlich das Human-Settlement, das wir vorher schon hatten. Und beide leben jetzt in einer Kooperative. Remove the shards using magic. Dash through. Komm, wir dashen immer through und alles ist gut. Haha. Mal sehen, ob das so bleibt. So gut bleibt. Wir haben ja jetzt keinen Action-Point mehr für den Ork. Gegebenenfalls kriegen wir noch mal ein paar Action Points, wenn die Leute denn endlich mal wieder was schaffen und auch ein Level-Up kriegen. Insbesondere unser Ork. Der hat ja bloß einen Action Point, weil er einfach noch zu klein ist, noch nichts kann. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das Ganze hier erkunde, dass wir da hinten mal siedeln können. Das würde ich mir gerne näher ansehen. So, Scholar. Examine the Runes. Wir gucken uns die Runen genauer an. Husa! Ba, ba, bam, bam, bam. So, die Wege sind gebaut. Theoretisch könnten wir uns hier jetzt auch noch ein bisschen weiter ausbreiten. Und ich glaube, das mache ich auch einfach. Ich sehe gar nichts. Hat irgendjemand auch in Steam-Forum in die Diskussionen geschrieben, dass man zwischen den Bäumen nicht durchsehen kann und dass das doof ist, wenn man da nicht durchsehen kann. Und da gebe ich der Person vollkommen recht. Wir nehmen einen Dueller. Husa. Dann bauen wir noch ein paar Häuschen mit dazu, die wir auf jeden Fall gebrauchen können. Immerhin brauchen wir immer mehr Leute, die für uns arbeiten und die ganzen Waren hin und her transportieren. Und natürlich können wir auch später Handelswaren hin und her schicken. So, das dürfte fürs Erste reichen. 9 weitere Häuser. Dann gucken wir nachher, was uns an Waren fehlt bzw. langsam verloren geht. Wahrscheinlich müssen wir noch einen Brunnen bauen. Vielleicht müssen wir uns dann auch endlich mal wieder um Brot kümmern. Und vor allem werden auch Beeren wichtig sein. Und Victory is ours. Und wieder haben unsere Abenteurer etwas geschafft. Ich bin sehr stolz auf sie. Danke dafür. Weltüberblick. Dann gucken wir nochmal hierher. Da will ich auch hin. Ah, verdammt. Warte. Schwert. Ihr seid ja noch nicht zurück. Macht mal hin, ja. Hoffentlich habt ihr noch ein Level up. Das wäre schön. Gut, also mit dem Portal sind die Leute ein bisschen schneller unterwegs, holen sich aber trotzdem nicht die Waren. Wir müssen also versuchen, so eine Handelswege fertig zu machen. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, werde ich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das machen wollen. Create a trade route. Neue Route. Ja, akzeptieren. This trade route cannot carry out its order due to the following reasons. A route needs at least 2 unique warehouses. Okay. Ja, ich weiß. Neue Route. Okay, so würde das dann funktionieren. Sieht interessant aus, ja. Loading into Trade Courier. Unloading. Okay, ich kann da nicht raufklicken, aber da. Ah, ich verstehe. Cider.
30 Cider. Currently unloading, noch nix. Also er soll jetzt einfach bloß Cider und ein bisschen Bier, meinetwegen 10 Bier, mal hochbringen. Das ist fertig. So, das lädt er beim Kurier ein. Und hier muss er das eben wieder ausladen. Unload 30. Das ist jetzt im Prinzip eine Handelsroute, ja? Was, Bären? Nein, keine Bären. Okay, steht. Wir können sogar noch einen neuen Stopp hinzufügen und das noch woanders ausladen. Aber nee, das will ich nicht. Akzeptieren. Jetzt zeigt er mir drei Routen, die kann ich rauslöschen, die auch. Die müsste ja im Prinzip laufen jetzt, ne? Dann gucken wir mal, ob der hochfährt mit dem Cider. Von hier unten. Ah ja, der bringt das jetzt hoch. Cider und Bier. Das ist interessant. Okay. Coole Sache. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Man muss erst mal gucken, wie man damit klarkommt, aber im Groben und Ganzen funktioniert es. So, Upgrade to Artisan. Die wollen jetzt Brot, Wasser. Die wollen Cider natürlich ganz normal. Die wollen Minze, Mainz, keine Ahnung. Die wollen außerdem Schule in der Reichweite. Das haben wir aber nicht. Kerzen, Eisenwaren, Klamotten, Käse und ja, okay. Es wird natürlich noch ein bisschen interessanter, das alles zu managen. Theoretisch könnte man sogar verschiedene, und das merke ich mir auf jeden Fall für den nächsten Spieldurchgang, verschiedene Gebiete fertig machen, wo man wirklich erstmal nur die grundsätzlichen Waren produziert. Dann macht man ein Dorf nur mit Bürgern und macht dort meinetwegen Cider und Bier und sowas alles fertig. Und dann ein extra Dorf noch für die Artisans, und dann kann man das ja alles mit Handelsrouten hin und her schieben. Das dürfte ja nicht unbedingt das Problem sein. Sehr interessant. Und die Handelsroute, ich hoffe, die bleibt dann auch, dass der das immer wieder hochbringt. Oder muss ich ihm das immer wieder sagen? Gute Frage. Wie geht's unseren Leuten? Jo, sie sind wieder da. Ihr seid immer noch auf demselben Level, das gefällt mir nicht. Return to Map, dann werdet ihr jetzt nochmal hier unten hingehen. Viel Spaß, war schön mit euch. So, dann gucken wir uns nochmal die Handelsrouten an. Das läuft, okay. Ja, wenn wir irgendwann mal 1000 hier haben, könnten wir die ja auch komplett hochbringen. Das wäre ja auch nicht unbedingt schlimm. Und ich meine, sowas wie Wasser kann man ja dann überall mit hinstellen. Das ist nicht das Problem. So, und hier oben, da will ich hin. Das heißt, das hier muss unbedingt noch erkundet werden. Denn das ist mein Begehr. Dann machen wir das auch über Portale. Oh, und ich sehe jetzt gerade das Haus. Wie schön das aussieht. Guckt euch das mal an. Das sind die ersten Artisans, meine Lieben. Sehr interessant. Und die wollen auch bloß das Cider. Die wollen sonst nichts weiter haben. Also na klar, auch den Rest. Aber die wollen beispielsweise auch keine Beeren mehr. So wie auch die Bürger. Die wollen auch keine Beeren mehr. Sondern nur die ganz normalen Siedler wollen Beeren haben. Aber dafür wollen sie auch die Brote. Die auch die hier als Luxus empfinden, das ist bei denen schon basic. Gut zu wissen. Und hier ist sogar noch die Schule in Reichweite. Muss mal gerade gucken, ob die Schule auch bis nach ganz unten geht. Ja, bis hierhin. Gut zu wissen. Dann brauche ich nicht noch eine Schule in der Nähe zu bauen. Das ist völlig in Ordnung. Die ist sowieso viel zu teuer. Wahnsinn. Also, dass man auf so vieles achten muss, das hätte ich nicht gedacht. Und ihr seid durch. Sehr schön. Congratulations, United Post. Bla bla bla. Und wir sind wieder confident. Alles ist wieder gut. Konfrontation, Idle. Exploring. Ja, die können alles. Das sind meine Besten hier. Meine Best Buddies. Und ich würde euch gerne wieder losschicken, aber ihr kommt noch nicht zurück. Es dauert immer eine Weile.
Wie sieht's aus mit den allgemeinen Waren? Wir können ja jetzt auch hier unten auf das Zwergenlager gehen. Im Übrigen finde ich das sehr schön, dass auch die Bäume braun werden. Was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist Schneefall. Aber der Rest ist schon soweit ganz in Ordnung. Wir sind bei 46 im monatlichen Plus. Das ist super. Wasser ist noch konstant. Brot sieht noch ganz gut aus. Was gibt's für Probleme? Congratulations. Boss have explored a hex and is now clear. Okay. Und was ist mit euch? Bei euch gibt es schon wieder Probleme mit anderen Dingen. Ja, ihr werdet schon wieder alle überfallen. Ist okay. Lasst euch nicht umbringen. Alles ist gut. Ah, ja. Bier ist noch da. Cider ist noch da. Werkzeuge bleiben. Die werden ja nicht verschwinden. Die werden ja nicht verbraucht. Klamotten sind da. Wenn auch, ich sag mal, konstant. Es ist jetzt nicht so, dass wir davon sehr viele produzieren. Wir haben jetzt auch viel mehr Mehl als Getreide beispielsweise oder Brot. Na gut, nicht als Brot, aber sehr interessant. Auch wie stark das alles schwankt, ne? Ihr werdet ziemlich häufig überfallen. Hört doch mal auf damit. Die kommen wahrscheinlich hier andauernd aus dem Wald und versuchen euch kaputt zu machen. Hier ist was los doch. Theoretisch müsste das so sein wie früher bei Caesar 3 oder bei Pharao, dass die Leute dann durch die Gegend gehen und dort gar keine großartige Kriminalität erstmal entstehen kann, weil man hat ja dort etwas in der Nähe stehen, ne? Also ein Polizeiposten. Das wäre schon nicht schlecht. So, seid ihr jetzt wieder da? Wir schicken euch noch einmal los, und zwar hier vorne hin, denn da möchte ich hin. Dahin. Und wenn wir das hier erkundet haben, dann können wir da auch siedeln und dann kriegen wir auch die wunderbaren Bären, die schon auf uns warten. Ich hoffe natürlich auch, irgendwann ein orkisches Camp zu finden, denn ich möchte auch die letzten Dinge noch freischalten, die es dort zum Freischalten gibt. Düdüdüdüd. Ja, und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Schade. Huch, was nu? Oh, wir haben ein Elfencamp gefunden. Oho. Okay, sollten wir also Platz in unseren Häusern haben, dann würden die dort sogar siedeln. Interessant. Und jetzt kommt natürlich der Test, den ich machen möchte. Ich möchte gerne, dass wir ausprobieren, dass die Elfen wirklich nur alleine für sich leben. Das heißt, wir werden hier eigene Häuser und sowas alles hinbauen und das noch nicht verbinden mit dem Rest, den wir drüben haben, um zu gucken, ob denn trotzdem auch Menschen und Zwerge dort einziehen. Wenn ja, habe ich ein Problem. Da habe ich ein großes Problem. Ah, nicht zu sehen, ja. Ist klar, wir forschen ja auch noch nicht weiter. Aber wir könnten bald. Es fehlen nur noch wenige Citizens, um dann auch wirklich das größere Warenhaus fertig zu machen, das wir dann natürlich auch bei den Elfen mit hinstellen können. Und natürlich auch die ganzen anderen Waren, die noch benötigt werden, um auch die Artisans glücklich zu machen. Und vielleicht, oh, hier haben wir sogar das Noble-Tier. Es geht noch weiter. Wir können die sogar viermal aufstufen. Hier ist was los. Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.